Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Regierungsbank, vor meiner Rede muss ich noch einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakovic, Magister Dr. Axel Kassecker und Petra Steger einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die zur Verfügungstellung von Finanzmitteln sowohl bilateral als auch über Finanzierungsmechanismus der Europäischen Union an die Kriegspartei Ukraine einzustellen und einer dem Neutralitätsgebot entsprechende Außenpolitik wiederherzustellen. Darüber hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, sich im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union für die Beendigung der Sanktionen gegen die Russische Föderation auszusprechen, weitere EU-Sanktionsmaßnahmen abzulehnen sowie nötigenfalls mit ihrem Vetorecht zu verhindern. Wir sehen, die Teuerungswelle hat viele Gesichter. Als Bautensprecher der FPÖ möchte ich mich aber auf die wohnpolitische Facette fixieren. Gleich vorweg. Die Glaubwürdigkeit von ÖVP und SPÖ liegt in diesem Thema nachweislich unter dem Nullpunkt. Warum? Pamela Rendi-Wagner fordert einen Mietenstopp. Aber dort, wo die SPÖ entscheiden könnte, nämlich in Wien, macht sie von Richtwert- und Kategorieerhöhungen schamlos Gebrauch. Man greift hier gnadenlos in die Tasche der mehr als 500.000 Wiener Gemeindebaubewohner. Das rote Wien mit einem roten Hausherrn-Bürgermeister Michael Ludwig. Hans-Peter Doskozil mag fallweise aus der Sicht der SPÖ eine medienpolitische Unguided Missile sein. Bürgermeister Ludwig ist es auf jeden Fall in der Wohnpolitik. Die Worte der SPÖ, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit geht es mir wie einst dem heiligen Thomas. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, und derzeit sehe ich es noch nicht. Und für die Erkenntnis, dass es wieder eine Wohnbauinvestitionsbank braucht, diesen Antrag haben Sie ja heute noch eingebracht, sehr verehrte Damen und Herren, hätten Sie ein bisschen genauer schauen sollen, was denn schon für Anträge im Bautenausschuss liegen. Die FPÖ hat nämlich schon im April letzten Jahres erkannt, dass wir wieder eine günstige Fixzinsfinanzierung brauchen für den gemeinnützigen Wohnbau. Aber auch die ÖVP ist ganz und gar nicht heilig und freut mich sehr, dass Sie da jetzt sitzen, Herr Minister, weil Sie werde ich in meiner Rede ansprechen. Sie werden es sich gedacht haben. Man versucht, sich seriös zu geben, aber hinter den Kulissen, Herr Minister, gibt es Probleme, und zwar, dass im gemeinnützigen Wohnbau so Anlegerwohnungen eingeführt worden sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Anlegerwohnung und sozialer Wohnbau, ich glaube, das verträgt sich wie Teufel und Weihwasser. Immobilien, Spekulanten, Banken und Versicherungen können fortan nun Sozialwohnungen zum Sozialtarif kaufen und ohne irgendwelche Grenzen weitervermieten. Ein wohnpolitischer Raubzug, den es aufzuklären gibt, Herr Minister, weil sonst werden Sie ganz schnell zum Anti-Robin Hood, der den Menschen nimmt und den Reichsten gibt. Ich habe Ihnen dazu auch eine Anfrage gestellt, einen Termin. Ich hoffe, wir können das Problem aufklären. Ich bitte um einen schnellen Termin. Dankeschön. Am Wort ist